Hallo und willkommen zurück. So, hier blinkt es schon fleißig. Denn es wird natürlich nichts benutzt. Die Kunststoffe werden nicht gebraucht und natürlich auch die Bretter nicht. Denn was fehlt? Die Industrie für die Waren. Die brauchen beides. So, Alex ist hier natürlich noch nicht angeschlossen. Das möchte ich gerne in dieser Folge machen. Das heißt, wir brauchen erstmal hier hinten einen Bahnhof. So. Wow, was ist denn hier für ein Gebäude da drauf? Ist ein Riesenteil. Krass. Okay. So, wo gehe ich da am besten hin, ist die Frage. Hier hätte ich ja nochmal Kunststoffe. Und da hinten Eisen. Wenn ich hier vorne hingehe, hätte ich den Vorteil, dass ich nicht so eine krasse Kurve machen muss. Denn ansonsten wird die Kurve hier doch relativ steil, um hier wieder reinzukommen. Okay. Schauen wir uns das mal an. Oder gehe ich hier einmal rum? Eigentlich kann ich auch einmal rumgehen. Im Grunde ist es egal. Fährt der Zug halt etwas langsamer. So, das machen wir mal. Das reiße ich mal ab. Weg damit. So. Würde hier wieder den Containerbahnhof hinsetzen. Denn der hätte den Vorteil, dass ich den zweiten Anschluss hier oben irgendwo nutzen kann. Falls da mal was kommen sollte. So, dann brauche ich einen zweiten Straßenanschluss. Jawohl, das passt alles. Und zwar geht der nach oben. So. Dann würde ich hier erstmal rangehen. Moment, ich müsste mir das ein bisschen schräger vielleicht. Ja. Vielleicht noch ein bisschen schräger. Okay, dann machen wir das so. So, trifft er ihn? Jawohl, den trifft er auch. So, dann... Wie gehe ich das jetzt an, ist die Frage. Moment. So, erstmal hier wieder hin. Also, da gehe ich erstmal standardmäßig hier mal raus. Okay. Und dann da raus. Okay. So, gehen mal hier raus. Und hier könnte ich eigentlich mal kurz an so rangehen. So. So, dann könnte ich den mal hier wegmachen. Okay. Na, Mist. Sieht ein bisschen komisch aus hier. Das mache ich mal weg. So, komme ich da jetzt hier rauf? Ja. Da komme ich rauf, okay. So. Moment. Was wollte ich machen? So, das wollte ich machen. Das muss einmal nach da. Und da nicht. Dass dort nur daran geht. Okay, so, das haben wir erstmal gemacht. So, dann wo gehen wir dann lang? Moment. Machen wir das mal so. So, jetzt den rüber. Und hier müsste ich dann wieder nach da gehen können. Halt. Na. So. Okay. So, dann mache ich hier mal ein Signal rein. Okay. Und so, jetzt die Frage. Ich könnte eigentlich hier mit rauf. Weil... hier sowieso noch ein Gleis frei ist. Moment, wo sieht man das? Da. So, nur das Gleis ist belegt und das andere ist noch frei. Das heißt, das werden wir mal nutzen. Das bedeutet aber auch, ich müsste jetzt irgendwie raus, um da ranzukommen. Okay, würde ich dann mal hier rausgehen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. So, einmal da raus. So. Und da einmal rein. Okay, das geht. So, dann mache ich hier ein Signal mit dran. Halt. So, und dann geht das da weiter. Oh, ich bin ein bisschen schräg gekommen. Mist. So schräg wollte ich dann doch nicht kommen. So. Also.
Komme ich da dran vorbei? Ja, jetzt müsste ich vorbeikommen. Am Flughafen. Das heißt, das Signal muss hier wieder rein. So. So, jetzt nehmen wir uns das Gleis mal und ziehen mal hier vorbei. Gucken, ob ich das... Ne, so geht's natürlich nicht. So, dann halt so. Und mit dem zweiten Gleis ebenfalls. So. Und nun gehen wir ran. Oh, ich hätte mir das andere Gleis mal nehmen sollen. Ne, geht trotzdem. Sieht aber bescheuert aus. So machen wir es nicht. Und dann muss das erstmal wieder weg hier. So. Jetzt. Okay, so geht's. So, das zweite Gleis. Und... Na, perfekt. Passt, wackeln hat Luft. So, dort habe ich bereits ein Signal drin. So. Dann werde ich mal hier in die Mitte ein Signal setzen. Einmal und nochmal. So. Okay. Super, so. Okay, dann können wir auch schon einen Zug kaufen dafür. Ach Quatsch, erstmal die Linie machen. Moment. So. Dann brauche ich einmal den Manager. Und dann fahren wir von Berlin hier hin. Berlin Zentrum, aha, okay. Dann ist das immer noch Berlin. Das bedeutet, das ist GV. Berlin. Waren. So, okay. Und dann machen wir das weg. Was? Quatsch, wo bin ich denn hier? Da muss ich hin. So. Da ist das Depot. So. Lokomotiven. Und welche nehmen wir da jetzt? Scrollen wir ein bisschen weiter runter. Mal gucken, was noch so kommt. Die sieht cool aus. Geschwindigkeit erreichen wir nie im Leben. Alex. Oh, die ist nicht ganz so schnell. Nehmen wir mal die. So, ich muss transportieren. Zukünftig andere Orte. Das heißt, ich brauche auch Treibstoffe. Wir fangen mal unten an. Wo wir gerade unten sind. So. Damit könnte ich Baustoffe und Waren transportieren. Ne, ich werde mal abgrenzen. So, damit wollen wir nur Baustoffe machen. Damit machen wir mal einmal. Zweimal. So, dann, was habe ich hier? Stahl brauche ich nicht, im Moment jedenfalls nicht. Komm, einmal Stahl nehmen wir mit. Kommt vielleicht nochmal was. So, Maschinen, Werkzeuge, Waren. Der kann 120, das reicht mir ja eigentlich. Waren, einmal, zweimal. Okay. Dann, was brauche ich noch? Die hier. Ich möchte Bretter transportieren. Moment, damit könnte ich alles transportieren. Okay. Dann fliegt der raus. Der bleibt drin. So. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Okay. Dann, was haben wir noch? Waren haben wir. Die Bretter, Baumstämme und Stahl haben wir. Nehmen wir davon noch einen. So. Dann. Wie schnell ist der? Der könnte ebenfalls die Maschinen transportieren. Und die Waren. Nee, ich will auch mal was anderes haben. So. Der transportiert der zukünftig Lebensmittel. Einmal. Moment, der auch. Zweimal.
Und der ebenfalls. Dreimal. So. Dann habe ich die Kunststoffe. Die würde ich dann mal hiermit machen. Der fährt 120. Lassen wir mal so, wie er ist. Einmal, zweimal. So. Das müsste eigentlich auch schon gewesen sein, oder? Also, ich habe die. Der kann Bretter, Baustoffe, im Grunde so gut wie alles transportieren. Was Rohmaterialien angeht. Okay, der nimmt die Bretter mit, der nimmt die Baustoffe mit. Der nimmt, dem transportiert die Waren wieder ab. Der nimmt ausschließlich Lebensmittel mit. Und der hier könnte die Kunststoffe transportieren, aber auch die Waren zurück. So, das heißt, ich würde jetzt noch einmal für die Treibstoffe einen direkten nehmen. 120, das reicht. Der braucht nur Treibstoffe transportieren. Einmal. Dann den hier. Zweimal. Und den lasse ich mal auf manuell. Vielleicht kommt noch irgendwas anderes mal Öl dazu. Mal schauen. So, okay. Ich würde sagen, damit hätte ich alles. Und das ist Berlin Waren. Okay, los geht's. So, wie sieht der aus? Wow. Der sitzt diesmal halbwegs in der Mitte. Okay, so, ich würde sagen, ich lasse es mal etwas schneller laufen. Moment, wir könnten noch mal einsteigen. So, hier dürfte uns ja einiges entgegenkommen schon. Mal schnell, mal sehen, wie schnell er wird. Gut, mehr als 120 kann er eh nicht fahren, insofern ist es auch egal. Ich lasse es schneller laufen, damit möglichst, damit man das noch sieht überhaupt, dass überhaupt noch die Waren transportiert werden. Sprich, dass die Bretter transportiert werden und so weiter. Sonst würde das wahrscheinlich ewig dauern. Ich meine, der muss ja erstmal in Berlin, also hinten in Berlin Abzweig da unten irgendwo ankommen und erst dann, glaube ich, werden die ursprünglichen Waren wie Bretter oder Kunststoffe überhaupt erstmal transportiert. So. Fährt natürlich jetzt, also vom Gefühl her ist es so schnell, als ob uns hier mit ECE hier alles entgegenkommt. Aber gut. So ist das dann halt. Was? Ich dachte, soll jetzt weg sein hier mit dieser Mauer. Irgendwo hatte ich gehört, dass die Tunnel jetzt alle sichtbar sind, aber offenbar da doch nicht. So, das hier dürfte dann schon Berlin sein. Sieht zumindest danach aus. Ja, schön. Klappt ganz gut, er wechselt schön die Gleise. So, halten wir jetzt hier schon einmal an oder fahren wir durch? Wir fahren durch, okay. Nein, wir halten tatsächlich an. So, und nun... Moment mal, er war auf dem falschen Gleis. Ich muss mal eben aussteigen. Ich glaube, der Zug war eben auf dem falschen Gleis. Das ist doch eigentlich belegt, das Gleis. Ja, das habe ich mir gedacht. Das ist natürlich hier Quatsch. Warum nutzen die eigentlich immer das falsche Gleis, die Bengels? So, welche ist denn das? RE? Quatsch, wieso RE? So, Berlin Waren, der hier ist das, den ich wollte. So, und zwar wirst du in Berlin, das ist Oberberlin, okay. Wirst du Gleis 4 nutzen, mein Freund. So. Okay. Gut. Dann passt das soweit. Oh, was liegt denn hier so rum? Ah, die Bretter werden geliefert. Großartig. Bin begeistert. So, mach hier normal an. Das sind dann schon mal die Bretter. Jetzt fehlen noch die Kunststoffe. Die werden offenbar auch schon produziert, denn hier ist keine Warnung mehr drin. Das ist auch sehr schön. Oh, hier kommt einiges an. Ein Traum. Wow. Richtig viel. Cool.
So, das heißt Kunststoffe. Wo sind sie? Das war Bad Elster. Die werden nur die Bretter gemacht. Habe ich den Kunststoffe gehabt? Jetzt bin ich verwirrt. Wer hat denn hier die Kunststoffe produziert? Da. Okay. Super, da kommt auch was an. 4 Stück, naja, immerhin. 46. Einiges im Lager da. Da könnte ich hier möglicherweise dann sogar mal einen nächsten LKW kaufen. So, und zwar hatten wir diese alten hässlichen Dinger da stehen, glaube ich. Die hier. Genau. Kaufen wir mal 2 weitere. Und das ist er nicht. Das ist die Linie, okay. LKW Friedberg Kunststoffe. So. Ja. Der fährt auch richtig. So. Okay, dann wird hier hoffentlich etwas mehr abtransportiert. Okay, das läuft ja hier. Meine Güte, bin ja begeistert. So, jetzt schauen wir mal hier kurz nach, wie das hier so läuft. Oh, 1,3 Millionen. Fett. Wie viel fliegen die so? 30, die werden so halbwegs voll. Krass. So, das ist der Aachener Zug, der macht immer noch miese. Was, wieso transportierst du denn gar nichts? Moment, wollen wir eben schauen. Warum bist du komplett leer? Ist das Aachen? Ja. Ach so, ich sehe schon warum. Ich habe hier keine LKW-Linie, richtig? Ja. Daran liegt's. Okay. Dann werden wir das mal nachholen müssen. So, das heißt, ich brauche mal das. Die LKW-Station. Ach toll. Wobei, Moment mal. Der erreicht doch hier auch fast alles. Wir brauchen auch keine LKWs reinmachen, die werden alle erreicht. Wieso funktioniert das dann nicht? Das verstehe ich nicht. Er könnte alles Mögliche liefern. Moment. Jo, alles drin. Das verstehe ich nicht. Der richtige Bahnhof ist es auch. Das kann es nicht sein. Moment, dann wollen wir hier hinten lang gehen. Der fährt nach da. So, und warum kommt hier nichts? Klar, hier kommt doch einiges an. Offenbar nicht immer. Wahrscheinlich ist der Zug, der hier durchfährt, zu langsam. Moment, was ist das jetzt hier wieder? Ja, okay, da wird gerade nicht genug abtransportiert. So, hier habe ich 2 Fahrzeuge im Einsatz. Wow, das müsste doch reichen. Und die fahren, der fährt maximal 160 und der fährt maximal 160. Nur die machen auch gute Umsätze. So, eigentlich müssen sie schicken. So. Der ist jetzt da. Der liefert hier auch noch wieder mehr an. Okay. Eigentlich ist genug. So. Da wartet er jetzt. Sind die auf dem gleichen Gleis? Oh, die sind auf dem gleichen Gleis. Aha. Das ist das Problem bei denen. Der eine muss zu lange warten. So, dann werden wir den Aachen dann mal ein neues Gleis geben. Und zwar hast du hier... Moment, ich sehe das nicht. So. Du nimmst hier bitte ein anderes Gleis. Und zwar das Gleis 5. So. Das ist sein Problem. Er musste immer wahrscheinlich zu lange warten.
Okay. Nimmt der jetzt wenigstens alles mit? Gott, Spreu nicht aufmachen. Ich sehe das ja hier. Das machen wir mal weg. Ja, er nimmt doch alles mit. Okay. Details mal. Ne, hier will ich rauf. Oha. Meine Güte. Das sind ganz schöne heftige Verluste. Okay. So, und dann ist das wenigstens aufgeklärt, warum das so ist. Okay, was haben wir noch? Hm, das war der Arne. Bad Elster, der macht natürlich noch miese, weil er kaum was transportiert. Oh, nach Bad Elster bringt er wenigstens schon mal ein bisschen was. Nicht viel, aber ein wenig. Okay, das wird kommen. So, was haben wir noch? Das ist Berlin-Waren. Der läuft gerade erst. Dass der Minus macht, ist klar. Der Bonn. Bei dem ist das nicht so klar. Der läuft schon eine Weile. 40 Lebensmittel. Okay, er fährt bei Bonn gerade los und nimmt die Baustoffe mit. Okay. Gut, ich meine, die sind alle noch nicht allzu lange im Einsatz hier. Ich denke mal, da muss man noch etwas Geduld haben. Wobei, den Berliner Zug hier... Wieso fährt denn der so langsam? Der könnte schneller fahren. Hm, na gut. So, was haben wir noch? Die machen gut Umsätze. Friedberg, der ist auch relativ neu. So. Kitzing. Was? Was? Wieso? Was? Warum machst du hier 8 Millionen? Was? Oh. Beide warten. Das ist vermutlich nicht gewollt, dass beide warten. Mach ich mal die Linie mit auf. Und warum? Ach, der geht hier erst auf das andere Gleis rauf. Was? Dann seid ihr aber beide irgendwie auf dem falschen Gleis, meine Lieben. Okay, Moment. Gebe ich mir mal den da rein. Und dann... Wieso fährt denn der jetzt auf einmal los? Ist gar nicht gemacht. Hä? Okay, gut. Keine Ahnung, warum der jetzt losfährt. So, aber... das ist der vierte. Okay, dann muss das nach dem dritten Punkt sein. Und zwar... Einmal darauf. Was? Nein! Okay, Moment mal. Dann... Quatsch. Da will ich hin. Nach dem vierten ist das der fünfte. Das ist dieser hier. Was? Hä? Ich muss mal das hinsetzen. So. Wieso geht das jetzt nicht? Moment, einmal Pause. Okay, das mache ich mal weg. Und das mache ich auch mal weg. So. Warum sollte das hier nicht gehen? Wer fährt denn hier noch so auf dem Gleis? Ach so. So, also. 3 und 5. Ach so, der fährt hier noch weiter, klar. Ah ja, klar. Das ist das Problem gewesen. So. Also, 1 ist da hinten in Kitzing, klar. Dann fahren wir hier zur 2. Hier fahren wir durch. 3. Dann fahren wir hier lang. Da lang, da lang, da lang. So. Dann fahren wir hier auf die 4. Haben dort die 5. Und fahren von der 5 wieder hier lang. Und das geht nicht. Die Frage ist, warum geht es nicht? So, das heißt, schauen wir mal hier lang. Da ist das drin. Muss es drin sein? Eigentlich nicht. Nein. Muss eigentlich nicht. Wir wollen ja hier rauf.
Ist ja völlig unnötig, das hier zu machen. Aber warum geht das denn nicht? Moment, warum geht denn das nicht? 5. Ach so, ich habe hier noch ein 6. Okay, wo ist denn die 6? Vielleicht liegt es daran. Wiesbaden Nord. Moment, bring mich mal dahin. Das ist der. Ach so. Ja, dass du den nicht erreichen kannst, das verstehe ich durchaus. Moment. So. 6. Wiesbaden Nord. Und dann wollen wir eigentlich wieder hier. Das heißt, wir müssen ab dem Wiesbaden Nord den nehmen. Was? Geht immer noch nicht. 5, 6. Wo ist der nächste Punkt? Das ist dieser hier. Moment. Warum geht denn das jetzt wieder nicht? Ach, ich hasse es. Mist. Moment, dann machen wir den mal komplett weg. Nein, abbrechen. Wir machen nur die weg hier. So. Und tschüss. So, weg damit. Also nochmal. Kitzing fängt's an. So, das ist da. Dort fahren wir nach Emden. Das ist dieser Bahnhof. Okay. So, Kitzing, Emden. So, von Emden aus fahren wir hier hin. Und dann fahren wir wieder zurück. So. Also, hier fährt er offensichtlich falsch. Das heißt, fährt er hier richtig? Ja, hier fährt er korrekt. Da passt alles. Okay, hier fahren wir hier durch. Wir fahren hier lang, hier lang, hier lang. Und da wollen wir wieder zurück. So, also, Emden. Fahren wir erstmal da lang, dann sind wir in Wiesbaden, fahren dann da lang. Und es geht nicht. Wo ist das Problem, Freunde? Wo ist das Problem? Wer fährt denn hier noch so? Das ist der ICE. Okay, der bleibt auf der Strecke. So, wir wollen hier lang. Ich brauche hier keinen Doppelkram drin. Das muss nicht sein. Wofür auch? Funktioniert ja eh nicht. Brauche ich auch nicht drin haben. Ich will ja einmal nur hier rauf wieder fahren. Die Frage ist, warum macht er es nicht? 5. Ich bin jetzt wieder auf dem Gleis. So, 5. Ich bin auf dem Gleis. Und nach der 5 gehe ich darauf. So, jetzt bin ich garantiert auf dem Gleis. So, 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 so. Okay, das passt. So. Jetzt müsste ich... Müsste ich auf das gleich rauf, oder was? Moment, ich mach den mal kurz... Was? Das geht gar nicht. Der will komplett einbahnig hier fahren. Das ist doch Quatsch. Moment. Das mal wegmachen. Doppelkreuzweiche, okay, die ist dafür da, damit er hier wieder auf das, zum Depot kann. So. Dann habe ich hier... Okay, das Signal müsste eigentlich woanders sein. Moment, das Signal müsste ich mal wegmachen, das gehört woanders hin. Und zwar hier hin, weil hier vorher nichts mehr ist. So. Dann kann das da weg. Okay. Und hier. Okay, das passt. So. Nur warum geht denn das nicht? Fährt hier noch was anderes rauf? Ja. Da soll er dort lang. Moment. Da lang.
und dann da lang. Und von von Kitzingen kommt, soll er auch darauf. So. Was? Was? Wieso geht denn das nicht? Moment. Meine Güte, das ist ja ein komplizierter Scheiß hier schon wieder. Was ist das? Ja, das drin. Okay, dann kann er von da aus ohne Schwierigkeit nach darauf. Das würde gehen. Moment. Ach so, das ist der zweite Punkt gewesen. Okay. Dann muss es der zweite. So. Dann muss ich da jetzt rauf. Vom zweiten Punkt. Nach da. Okay, jetzt geht das schon mal auf dem Gleis. So soll es sein. Okay. Ich frage, warum macht das hier nicht? So. Aber hier ist natürlich Quatsch. Das ging nur einmalig zu fahren. So. Okay. Also. Deswegen macht er auch so schlechte Umsätze, weil immer nur ein Zug hier fährt. Aber dann müsste der ja auch Umsätze, schlechte Umsätze machen ohne Ende. Was? Fahren wir weiter. Oh, speichern, klar. Stopp. So. Ich könnte ihm natürlich jetzt hier das geben. Macht aber keinen Sinn eigentlich. Mal gucken. So, angenommen, ich gebe ihm jetzt hier. Nein, abbrechen. So, den darüber. Ach ja, guck mal an. Sollte es tatsächlich daran liegen. Na gut, dann lassen wir es so. So, dann müsste ich ihm hier. Okay, macht er auch noch mit. So, dann haben wir hier unseren fünften Punkt. Und den legen wir jetzt mal fest. Nach dem fünften ist das der sechste Punkt. So, dann fahren wir hier weiter. Den lege ich jetzt auch mal kurz dran fest auf den siebten Punkt. Und dann fahren wir hier weiter, hier weiter, hier weiter. So, hier fahren wir auf dem achten, der ist festgelegt. Ja, dann passt es soweit. Okay, dann haben wir das erledigt. Jetzt können sie alle fahren. Okay, der macht hoffentlich jetzt auch bald mal Plus. Moment. Das mache ich mal weg. Dann müsste der andere... Wo ist denn der hier? Ich habe doch hier irgendwie einen roten drin gehabt. Wo ist der denn? Ach so, Personentransfer. Okay, der fährt nur hier durch. Dann müsste der eigentlich auch miese gemacht haben, ne? Das ist ein LKW. LKWs habe ich inzwischen auch reichlich. RE. Ja, das ist dieser. Richtig? Ja, das ist Emden. Da fuhr der tatsächlich immer nur auf dem Gleis und alle mussten stoppen. Deswegen macht der ja auch so Minus. Okay, haben wir das mal erledigt. So, das ist unser Shuttlebus. Okay. So, was ist hier noch da? Lebensmittel. Wird hier zu wenig abtransportiert oder was? Hier habe ich doch schon einen großen drin, oder nicht? Ja. Hm. 1600. Gut, ich könnte noch ein paar hinzufügen. Okay, Moment mal. Fahrzeuge kaufen. Güter. Machen wir davon noch ein paar mit. So. Und die gehen auf die Linie. LKW, was ist denn das eigentlich jetzt hier? Moment. Wer bist du? Umschlagbahnhof 1, okay.
Der ist es. Okay. So. Gut. Ja, ich glaube, die Zeit ist um. So. Auch noch schön den vollen Umschlagbahnhof. Da passiert wenigstens einiges. So, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.